Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Hier ist Radio München. Guten Morgen allerseits. Nach diesem fantastischen Wochenende wünsche ich euch allen einen wunderschönen Montagmorgen. Wir hatten am Samstag und Sonntag volles Programm. Konzerte, Theatervorstellungen und viele interessante Filme in den Kinos. Außerdem haben wir im Rockclub verschiedene neue Bands vorgestellt. So, und nun geht es weiter, natürlich mit Musik. Hier ist Radio München. Guten Morgen allerseits. Nach diesem fantastischen Wochenende wünsche ich euch allen einen wunderschönen Montagmorgen. Wir hatten am Samstag und Sonntag volles Programm, Konzerte, Theatervorstellungen und viele interessante Filme in den Kinos. Außerdem haben wir im Rockclub verschiedene neue Bands vorgestellt. So, und nun geht es weiter, natürlich mit Musik. Nummer 2. So, haben wir jetzt alles? Dann mache ich die Rechnung. Der Bleistift kostet 90 Cent. Der Kugelschreiber kostet 2,90 Euro. Und die vier Farbstifte kosten das Stück 80 Cent. Insgesamt also 3,20 Euro. Was hast du noch? Zwei Radiergummis? Das Stück? 1,10 Euro macht 2,20 Euro und das Notizbuch 5,50 Euro. Das macht zusammen 14,70 Euro. So, haben wir jetzt alles? Dann mache ich die Rechnung. Der Bleistift kostet 90 Cent. Der Kugelschreiber kostet 2,90 Euro. Und die vier Farbstifte kosten das Stück 80 Cent, insgesamt also 3,20 Euro. Was hast du noch? Zwei Radiergummis? Das Stück 1,10 Euro macht 2,20 Euro und das Notizbuch 5,50 Euro. Das macht zusammen 14,70 Euro. Nummer 3. Hallo Markus, hier spricht Mama. Leider muss ich heute länger im Büro bleiben. Ich habe wichtige Arbeit, die erledigt werden muss. Bitte hol deinen Bruder um 17.30 Uhr vom Fußballtraining ab. Du weißt doch, Andreas hat Angst, alleine nach Hause zu kommen und ich kann niemanden von den anderen Eltern erreichen. Fatih kommt gegen 18 Uhr von der Arbeit und ich bin spätestens um 18.30 Uhr auch zu Hause. Bis dann. Hallo Markus, hier spricht Mama. Leider muss ich heute länger im Büro bleiben. Ich habe wichtige Arbeit, die erledigt werden muss. Bitte hol deinen Bruder um 17.30 Uhr vom Fußballtraining ab. Du weißt doch, Andreas hat Angst, alleine nach Hause zu kommen und ich kann niemanden von den anderen Eltern erreichen. Fatih kommt gegen 18 Uhr von der Arbeit und ich bin spätestens um 18.30 Uhr auch zu Hause. Bis dann.
Nummer 4. Entschuldigung, wo ist hier bitte der Deutschkurs A1? Moment mal, ich sehe nach. Der ist in Raum 15. Raum 15? Wo ist der denn? Der ist gleich hier rechts. Besten Dank. Entschuldigung, wo ist hier bitte der Deutschkurs A1? Moment mal, ich sehe nach. Der ist in Raum 15. Raum 15? Wo ist der denn? Der ist gleich hier rechts. Besten Dank. Nummer 5. Hallo, Magdalena. Morgen, Mehmet. Möchtest du auch einen Tee? Nein, danke. Ich trinke lieber Kaffee. Einen Kaffee und einen Tee, bitte. Hier, Magdalena, da ist dein Kaffee. Danke, Mehmet. Hallo, Magdalena. Morgen, Mehmet. Möchtest du auch einen Tee? Nein, danke. Ich trinke lieber Kaffee. Einen Kaffee und einen Tee, bitte. Hier, Magdalena, da ist dein Kaffee. Danke, Mehmet. Nummer 6. Was essen wir heute? Wie wär's mit Pizza? Ach nee, nicht schon wieder Pizza. Vielleicht mache ich eine Gemüsesuppe. Nein, das mag ich nicht. Spaghetti mit Gemüsesoße? Gute Idee. Was essen wir heute? Wie wär's mit Pizza? Ach nee, nicht schon wieder Pizza. Vielleicht mache ich eine Gemüsesuppe. Nein, das mag ich nicht. Spaghetti mit Gemüsesoße? Gute Idee. Teil 2. Sieben. Eine Durchsage für die Fahrgäste zum ICE 567 nach Hamburg. Der verspätete ICE 567 fährt heute ausnahmsweise von Gleis 2 ab. Ich wiederhole, der verspätete ICE 567 fährt heute ausnahmsweise von Gleis 2 ab. Achtung an Gleis 2. Es hat nun Einfahrt, der verspätete ICE 567 von München nach Hamburg-Altona. Die Wagen der ersten Klasse halten im Abschnitt A, die Wagen der zweiten Klasse in den Abschnitten B.
9. Auf Gleis 11 fährt ein die S4 aus Kaiserslautern. Bitte in diesen Zug nicht einsteigen. Der Zug endet hier. Reisende nach Karlsruhe, bitte nehmen Sie die S5. Abfahrt Gleis 10 am gleichen Bahnsteig gegenüber. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hamburg-Altona. Ihre weiteren Anschlüsse in Hamburg-Altona sind ein Regionalexpress über Celle nach Braunschweig, 16.32 Uhr, Gleis 3. Die S5 nach Lüneburg um 16.36 Uhr, Gleis 8. Der ICE 667 nach Berlin Hauptbahnhof, 16.38 Uhr, Gleis 7. Bitte achten Sie auch auf die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Teil 3. Nummer 11. Und nun das Ergebnis einer aktuellen Umfrage zum Thema, wohin fahren die Deutschen am liebsten in den Urlaub? Italien hat Spanien überholt und liegt jetzt auf Platz 1. Auf Platz 3 folgt dann Österreich. Immer mehr Deutsche interessieren sich auch für Urlaubsorte in Osteuropa. Und nun das Ergebnis einer aktuellen Umfrage zum Thema, wohin fahren die Deutschen am liebsten in den Urlaub? Italien hat Spanien überholt und liegt jetzt auf Platz 1. Auf Platz 3 folgt dann Österreich. Immer mehr Deutsche interessieren sich auch für Urlaubsorte in Osteuropa. Nummer 12. Eine Nachricht für den Stadtteil Neckarau. Wegen dringender Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen gibt es morgen Nachmittag 2 Stunden kein Trinkwasser. Nämlich in der Zeit von 2 bis 4 Uhr. Ab 4 gibt es dann wieder Wasser. Eine Nachricht für den Stadtteil Neckarau. Wegen dringender Reparaturarbeiten an den Wasserleitungen gibt es morgen Nachmittag 2 Stunden kein Trinkwasser. Nämlich in der Zeit von 2 bis 4 Uhr. Ab 4 gibt es dann wieder Wasser. Nummer 13. Was darf es sein? Ich hätte gern 1 Kilo Tomaten. Spanische oder italienische? Lieber die aus Italien. Sonst noch was? Danke, das wär's. Macht 1,50 Euro.
und 3,50 zurück. Danke. Was darf es sein? Ich hätte gern 1 Kilo Tomaten. Spanische oder italienische? Lieber die aus Italien. Sonst noch was? Danke, das wär's. Macht 1,50 €. Und 3,50 zurück. Danke. Nummer 14. Eine Information für die Besucher des Musikfestes. Wegen des starken Regens findet das Rock- und Popkonzert heute Abend nicht wie geplant um 20 Uhr auf dem Marktplatz statt. Das Konzert beginnt jetzt erst um 21.30 Uhr in der Brechtschule in der Uhlandstraße 23. Eine Information für die Besucher des Musikfestes. Wegen des starken Regens findet das Rock- und Popkonzert heute Abend nicht wie geplant um 20 Uhr auf dem Marktplatz statt. Das Konzert beginnt jetzt erst um 21.30 Uhr in der Brechtschule in der Uhlandstraße 23. Nummer 15. Eine Information für die Besucher des Fußballspiels heute im Olympiapark. Alle Parkplätze in der Nähe des Stadions sind leider schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Am besten Sie kommen mit dem Zug. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zum Olympiapark. Eine Information für die Besucher des Fußballspiels heute im Olympiapark. Alle Parkplätze in der Nähe des Stadions sind leider schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Am besten Sie kommen mit dem Zug. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zum Olympiapark.